ich habe den Hadi verlassen. Du meinst, er hat dich rausgeschmissen? Wally, ich stehe vor dem Nichts. Das heißt, du bist wegen deiner Provision hier? Ja. Mhm. Und das, was du beitragen solltest, das hat eigentlich gar nicht hingehauen. Und der Hadrian, der war bei dem Geschäft ja eigentlich gar nicht dabei. Ja, dann gib mir halt nur 25% statt 30. 15. Aber du hast das ganze Geld einfach da versteckt? Wär's dir lieber gewesen, ich hätte es auf die Bank getragen und hätte dir jetzt die Provision aufs Konto überweisen. Simon, hast du das Geld genommen? Nein. Diese miese kleine Schlampe. Ich reiß dir den Kopf ab. Von wem redet ihr? Was macht die Liebe? Der war echt süß. Endlich mal kein Macho, der die ganze Zeit nur Uka, Uka, Uka macht. Was tut er? Er liebt eine andere. Wie kann man mich nicht lieben? Bitte sag mir das. Naja, sobald er merkt, dass du ihn um sein Geld beschissen hast, wäre es sowieso vorbei gewesen. Das habe ich nur getan, weil er so geschissen zu mir war. Nein. Das hast du getan, weil es dein Auftrag war. Stimmt. Ich darf mich da emotional nicht so reinfallen lassen. Aber ich bin halt eine kleine Romantikerin. Das ist dein Handicap. Aber das macht dich auch so sympathisch. Meld dich, wenn du wieder was brauchst. Mira? Hm? Super Job. Aufmachen, Polizei! Machen Sie die Tür auf! Martin, Keller! Chef! Schreib's mir eine Schnitte zur Verhandlung, was? Jetzt! Frau Steinberg, was macht die Niere? Das wird mich wirklich interessieren, wie sich ein einfacher Krankenpfleger das alles leisten kann. Aber im Moment habe ich andere Probleme. Und welche? Man hat mir mein Geld gestohlen. Die gesamten 4 Millionen vom Hotelverkauf. Das ist aber scheiße. Stimmt. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Ihre Freundin dahinter steckt. Welche? Na, diese Schlampe, die Zorica oder Mira oder wie auch immer die heißen mag. Kenn ich nicht. Bitte sehr. Ich bin pleite. Anatol. Wissen Sie, was das für mich heißt? Ich habe ein Penthouse gekauft. Ich habe ein neues Auto geleast. Ja, das ist mein Untergang. Was ist das? Der Kaufvertrag vom Hotel. Was? Sie haben doch nicht wirklich das Hotel gekauft. Doch. Hat sich so ergeben. Ach, wie kann sich so etwas ergeben? Komplizierte Geschichte. Ich und der Herr Schnitzler hatten noch eine Rechnung offen. Was tun Sie da? Sind Sie verrückt? Das ist der einzige Weg, Ihnen noch zu helfen, Frau Steinberg. Ab jetzt gehört das Hotel wieder. Simon, den Sängerknaben. Sie haben gerade 4 Millionen verschenkt. Tja, machen wir es das Leben wie ein Monopoly-Spiel. Und wir beide wissen, dass die Immobilie höchstens die Hälfte wert ist. Das war's? Das war's. Der Kaffee geht aufs Haus. Sonst noch was? Nein, nein. Wir sind alle Engel. Ich glaube, ich habe mich ein bisschen überschätzt. Georg, was ist denn? Mama, bitte geht's jetzt wieder allein rein. Ich spüre schon, wie es mir kommt. Ich bin bei dir. Ja, und was ist, wenn ich jetzt einen Terroralarm auslöse, weil ich einen Heulkrampf kriege, während hält das einem Rosamunde-Pilger-Film? Aber das halten wir nicht einmal in Cornwall aus. Gott, nimm du hin. Ja, komm her. Drück mir die Maria ganz fest, ja? Ja. Ganz fest. Wer weiß, vielleicht kommen wir euch mal beide besuchen. Aber nur, wenn Sie mir versprechen, dass er wieder abreist. Versprochen. Man könnte fast glauben, dass in uns doch noch ein Stück Anstand ist. Ha? Mama,
Nicht übertreiben, ja? Komm her. Papa. Papa. Na, David. So. Danke. Papa. Papa. Ciao. Weißt du, wie man bei Schere, Stein, Papier immer gewinnt, auch wenn der Gegner ein Boxer ist? Mit einer Pistole? Ja, ganz genau. Lass mich deppert, die bringen die um! Hey! Sag mir mal, was du willst. Nicht Rache. Nicht Genugtuung. Nur mein Geld. Was ist, wenn du es nicht bekommst? Dann Rache und Genugtuung. Ich habe nichts mehr zu verlieren. Da ist mehr drin, als dir zusteht. Man sieht sich immer zweimal. Ja, auf Rache und Genugtuung! So, bitte. Danke. Also, wir haben ihn jetzt zur Fahndung ausgeschrieben. Mhm. Aber ich glaube, es ist besser, wenn sie heute Nacht nicht allein bleibt. Also. Warum hast du mir denn nicht gesagt, dass der Joachim mein Bruder ist? Hm? Hast du mir immer die Wahrheit gesagt?